Armer Schinken. Oh, Neurotox. Crazy. Geil. Geil, 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 geil. Ich krieg so Verschiebung wegen den Ameisen auf meinem Monitor. Wir müssen aufpassen. High-Pink-Killer, Leute. Schwingt überall rein. Pre-droppen von der Palette, um Distanz zu machen. Das ist hundertprozentig ein Hypinger, so krass, wie er reinswingt. Erziehe ich auf jeden Fall lieber, bevor ich das Risiko eingehe. Gut, und ihr habt mega gut gepennt und jetzt erstmal Frühstücks-TV, Tropiatik, super, super nice. Absolut geil. So, der Random sitzt am Gen, Gloria sitzt am Gen, Little Oskazi im Chase. Mega nice. Ja, zum Thema Routing, das gehört auch ein klein wenig dazu. Im Normalfall hätte ich die Palette nicht gezogen. Der tut der zwei Sachen. Ihr müsst halt ein klein wenig, euer Routing hängt davon ab, wie ihr den Killer auch lest, ne? Das heißt, wenn der Killer jetzt zum Beispiel, wie in dem Fall, keine Paletten kaputt machen will und überall rein riffen möchte, hier, wenn der Killer hierher kommt, haben wir ein saftiges Problem, Leute. Seht ihr es? Keine Versteckmöglichkeit. Er tritt den Gen und da habt ihr gesehen, wie er links dann dran vorbeigekommen ist. An uns. Jetzt müssen wir abhängen, weil der Killer seine Power hat. Killer spielt schlampiger Schlachter. Komisch, dass er seine Fähigkeiten nicht verwendet. Wir müssen jetzt aufsplitten. Dadurch, dass er seine Fähigkeit hat. Er bewacht drüben aber eher die Gens, so wie sie aussieht. Wir warten auf unseren Sprint-Boost. Paramondi, dank dir für dein Follow. Herzlich willkommen bei uns. Wie geht's dir denn, Mann? Und jetzt müssen wir aber auch irgendwie zu unseren Gens zurückkommen. So, Gloria macht den Gen hier fertig. Ich glaube, er hat Ruf der See oder irgendwas dabei. Wir haben jetzt auf jeden Fall Gloria und unseren Random. Die können beide die Unhooks machen. Ich behaupte, der Killer hat schlampiger Schlachter dabei. Ruf der See.
Schönes Ding, Gloria, schönes Ding. Wir müssen die Palette hier frühzeitig ziehen, damit wir hier zur Check kommen. Wir gehen nicht hier rein, wir gehen außen rum. Wir werden jetzt das Fenster so früh nehmen, dass er außen rum rausgeht. Macht er aber nicht. Geht. Was spielt er? Ich verstehe es nicht. Überall rein swingen. So, wir wollen auf jeden Fall die Palette von der Seite ziehen, dass er seine Blattlast verliert. Gehen jetzt hier außen rum. Verstecken hier. Damit er abkürzt, außen rum geht. Wir bleiben aber an der Scheck. Vor allen Dingen bleiben wir am Maprand. Und versuchen jetzt hier rüber zu kommen zum nächsten Loopspot. Das ist ein fettes Jungle Gym. Da müssen wir ein klein wenig schauen. Er wird direkt das Fenster nehmen. Nö, wird er nicht. Ja, habt ihr es gesehen? Der Hyping. Ja, zweimal. Nicer Chase, ja, Neurotox. Zweimal. Wir wären viel früher down gegangen, Leute, wenn wir ihn nicht gelesen hätten. Der kommt von hinter dem Saturn. Ja, ist ein bisschen. Der Hit, jupp, Quatschi. Deswegen, ihr müsst manchmal, wenn ihr seht, okay, Killer, die. Oh, okay, Gloria. Ein Jäger des Kartoffelschildzirkels hat er für... Schön, Gloria. Schön. Weg hier. Der Killer traut sich nicht, vom Haken wegzugehen. Wie hoch soll sein Ping sein? Ohne Ja? Ja. Ich kann hier locker durchhängen. Der Chase war ein Problem für den Killer. Lizzie, wunderschönen guten Morgen, hallo. Und hallo. Wie geht's dir? Archie, ich hoffe, du hast du was gesehen? Was ist das denn? Du meinst, was du an deinem Namen hast? So, und jetzt Gloria, auf geht's. So, Gloria sitzt am anderen Ende. Super nice gespielt, Leute. Schön. Absolute Ehre. Ja, wir können leider nicht sehen, wo der Dude hergekommen ist. Spielt aber auch keine Rolle. Dieses überall reinwiffen und reinswingen, das ist eigentlich immer so ein Zeichen dafür, dass der Killer Hyping hat. Da müsst ihr einfach aufpassen. Ihr dürft die Paletten nicht so ziehen, wie ihr denkt, dass es richtig ist, sondern ihr müsst die Paletten ziehen, damit ihr die Hits nicht bekommt. Wenn ihr es nicht tut, habt ihr es gesehen, dann bekommt ihr zwei Hits. Super, super nice. Schönes Ding. Ein Jäger des Kartoffelschildzirkels hat ehrfürchtig den Saal getreten. Dass starke Paletten nicht kaputt machen... Da sind wir davon ausgegangen, dass der Killer ein bisschen im Routing wahrscheinlich ein paar Fehlerchen macht. Deswegen wollte ich ihn an der Scheck halten. Deswegen sind wir dann auch...